Lieber Georg, danke, dass du so kurzfristig auch eingesprungen bist zu unserem Talk hier bei Backend Talks. Und ich habe eine Frage, eine kurze an dich. In 10 Jahren, wenn du erfolgreich bist, was machst du als nächstes? In 10 Jahren, wenn ich erfolgreich bin, würde ich wahrscheinlich die Produktion von Content mich noch viel stärker widmen. Also nicht jetzt die technische Plattform, die das überhaupt ermöglicht. Ich glaube, noch wichtiger ist, Inhalt in die Gesellschaft zu bringen. Weg von Twitter nur Politik machen, weg von Header lesen, sondern wieder ein bisschen sich mit einem Thema auseinandersetzen können. Das wäre ein großer Wunsch. Dein beruflich großer Wunsch. Wenn wir ein bisschen ins Private abstreifen möchten, möchtest du gerne noch die Welt bereisen oder was sind so deine Pläne? Meine Pläne ist Hawaii. Hawaii? Ja, gute, wegen dem Surfen, wegen den großen Wellen? Dazu kann ich nicht surfen, aber ich mag... Noch nicht? Vielleicht noch nicht, aber ich bin vielleicht schon zu alt dafür. Aber ja, also solange, wenn die Kinder größer sind, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Okay, das heißt, du hast ein Haus gebaut, Kinder gezeugt und genau, eine Firma, Baum gepflanzt, eine Firma großgezogen. Genau. Und was kommt danach? Das ist immer die Frage, das alten Teil jetzt, wo wirst du das verbringen? Ich wesentlich stärker noch mich in der Gesellschaft engagieren. Meinungsbildung, ich habe 2 Kinder, wir sind dran. Wir müssen noch schauen, dass da was überbleibt. Also das ist auch Teil der Vision von AudioCon, dieses Information wieder schmackhaft zu machen, auch ja, wenn es komplex ist. Na, ich finde das erstaunlich. Ich merke das auch mit dem fortschreitenden Alter, dass diese soziale Komponente in mir immer stärker wird. Ja. Und das scheint bei dir auch der Fall zu sein. Absolut. Noch vor ein paar Jahren war für Politik oder überhaupt gesellschaftlich etwas machen gar kein Thema. Jetzt ist es so, dass ich denke, es ist das einzige Thema, was ich meinen Kindern schuld. Es ist eine große Sache. Okay, Georg, danke schön für das kurze Interview. Und und ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg. Danke vielmals, freue mich.